Auf zum Endspurt. Das werde ich jetzt so lange wiederholen, bis es dann auch wirklich der Endspurt ist und das Game durch ist. Alle fünf Tyranten sind wiederbelebt, stehen auf unserer Seite. Vardos ist vorgewarnt, Amalia auch. Jetzt müssen wir quasi nur noch irgendwie in die Stadt kommen. Wer ist das? Wer hat sich da eingemischt? Ach, das ist hier unser Fanboy. Okay, Lobo dreht jetzt ein wenig durch. Das ist ein bisschen zu fanatisch. Da sind die Trainer der... Das ist ein cooles Bild. Die Tamer der Tyranten plus Lobo, unser Fanboy. Die Allianz ist geformt. Sehr geil. So, dann schmieden wir den Plan und los geht's. Guter Vorschlag, mal schauen, was da für Brain-AFK-Ideen kommen. Genau, fackeln wir die Stadt ab. Okay, der eine will abfackeln, die andere will plündern. Was kommen noch für super Ideen? Lydia ist die Einzige, die was im Kopf hat. Coco ist irgendwie so ein bisschen die Bruchstelle zur Realität. Okay, wir müssen jetzt Großmeister. Nichts leichter als das, ne? Dann lasst uns mal. So, wo ist denn hier? Hier geht's weiter, sehr schön. So, steht uns nicht im Weg. Was will die hier? Okay.
Okay, Brachland bringen wir hin. Belohnung ist Mist. So, bewerben. Goldthema sein, brauchst du einen Ruf von 600, haben wir auch. Und ich muss eine Kampfherausforderung bestehen. Die, gut, Ruf passt auch. Genau, die Kampfherausforderung steht aus. So, dann lass uns mal gucken, was das für Dudes sind. So, diese drei Freaks oder was? Dann schauen wir mal. Gegen Nolan. Was hat er? 57. Okay. Ah, shit. Okay, wir müssen mal kurz abwarten. Okay, Batterien sind wieder gefüllt. Es kann direkt weitergehen. Aber das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass unser Team nicht so gut aufgestellt ist, wie es eigentlich sollte. Heißt im Endeffekt, wir müssen gleich erst einmal, also wir müssen den Kampf hier verlieren, dann müssen wir uns hochheilen und dann nochmal anfangen. So, die Dudes hier haben alle das Element Wasser und sind im 57er Bereich. Kommt schon wieder so eine Wassernymphe. Verfehlt, sehr schön. Könnte ich so wie es gerade läuft versuchen, den Bums hier zu überstehen? Das Vergiften ist jetzt ein bisschen ungeil. Aber so schlecht läuft es eigentlich nicht. Ah, okay, das war jetzt nicht so geil. Das Gute ist, der Gegner ist irritiert. So, jetzt müssen wir hier. Ah, okay, das ist der letzte Trank. Das war schon eine kräftige Attacke. Jedenfalls hat die ordentlich reingehauen. Werden wir hier mal die Samen werfen. Hier nochmal ein schöner Blättertanz hinterher. Noch einer. Und einmal die Giftwolke. Und da war es nur noch einer. Verfehlt, sehr schön und perfekt. Aber jetzt werden wir nicht weiterkommen, weil wir nicht geheilt werden. Da sehen wir es. So, das zweite ist Feuerelement. Da kommen wir natürlich mit Wasser schön durch.
Ah, shit, jetzt hat er. Jetzt haben wir wieder verfehlt, beziehungsweise sind ausgewichen. So, das wird jetzt nicht so geil werden. Also dafür, dass jetzt gerade der zweite Kampf komplett Brain AFK war, haben wir eigentlich schon verhältnismäßig lange durchgehalten. Länger als gedacht, sagen wir es mal so. Jetzt stellen wir einmal das Team um. Wir haben hier den. So, das passt. Das passt. Okay. Gut, dann werden wir uns der Herausforderung nochmal stellen. Diesmal mit einem gehaltenen Team. Wir haben allerdings nicht so viele Tränke, beziehungsweise die dicken Tränke haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch diese billigen Tränke. Wir haben aber Wiederbeleber. Als erstes werden wir uns mal hier den Nolan Dude anschauen. Und hier, ne, das ist falsch. Am Anfang direkt ein Power-Up reinknallen. Ja, trotz Power-Up machen wir viel zu wenig Schaden. Gar nichts mehr. Hätte ich auch ruhig noch mal vor dem Kampf ein bisschen einkaufen können. Weil man sieht jetzt einen Trank reinziehen und ja, der hält gerade mal für einen Angriff. Jetzt können wir endlich mal angreifen, weil durch den Nexomon Switch und jetzt auch durchs Verfehlen kommen wir überhaupt zum Angriff, ansonsten wäre es gar nicht möglich. So, dann werden wir mal switchen auf die Pflanze. So, komm, umhauen. Und auch hier, irgendwie war der letzte Kampf ein wenig angenehmer als das, was wir jetzt hier haben. Ich sehe hier irgendwie nicht wirklich Land. Durch den Switch können wir jetzt wieder angreifen. Aber das ist auch wieder nur eine Attacke. Wieder gegenheilen. Ah, das ist so räudig. Durch den Switch können wir jetzt wieder angreifen. Kein schöner Kampf. Überhaupt nicht. Mal. Okay, also
performt uns sogar aus, obwohl wir eine schnelle Attacke einsetzen. Keine Ahnung, was sie da macht, aber ist halt drauf gegangen, ist okay. Verfehlt, sehr schön. Und jetzt können wir einmal mit der Flamme. Gut. Aber kein schöner Kampf. Attacke ignorieren wir mal. Das war Nummer 1. Also wir haben auch noch Heil. Ach Quatsch, Wiederbeleber. Mit 120 HP werden die wiederbelebt. Jetzt hier in dem Fall werde ich einmal unser Elektrovieh opfern. Ja, der ist jetzt sowieso gefesselt, den können wir nicht wechseln. Gut, so, dann gehen wir aufs Wasser. Also zwei Nexomon können wir ohne Probleme platt machen. Demotiviert. Da müssen wir jetzt erstmal gegenheilen. Damit der Effekt weg ist. Und sehr schön, der Effekt ist weg. Und ich kann den platt machen. Da haben wir jetzt. Wow, 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 wow. Okay. Hier kommen wir nicht drum herum. Das geht nicht anders. So, wir nehmen hier das Kätzchen, setzen ein Item ein. Er fehlt, sehr schön. Dann können wir hier nochmal einen Heiltrank draufballern. Und mit dem Palmschüttler arbeiten. Namanzi ist jetzt quasi ein Opferlamm, nichts anderes. Mit dem habe ich sowieso irgendwie das. Ich habe ihn das ganze Game schon im Team, aber so gut wie nie benutzt. Okay, da war die Opferung. Heißt im Endeffekt, dass wir hier noch einen Angriff starten und dann ist er down. Nein, ist er nicht, okay. Dann einmal die Flut und jetzt ist er down. Kein schöner Kampf, ey. Und Elektro, okay. Dann werden wir direkt mal ein. Shit! Der Controller ist nicht nach links gesprungen. Aber Namanzi kann dann zukünftig als wieder als Opferlamm fungieren. Wir hier nochmal ein. Was machen wir da? Dann drücken wir noch mal einen rein. Gut. Das war jetzt eben ein Crit, sonst hätten wir nicht so viel Schaden gemacht. 53 ist der Standard, 52 ist verdammt wenig.
Also dafür, dass sie jetzt hier alle 300 HP haben, sind 50 Damage natürlich nicht so die Welt. Da haben wir jetzt eine Opferung herbeigeführt. Einmal der Beleber. Und nochmal ein Heiltrank hinterher. Das ist erstmal nicht so wild. So, da heilen wir uns mal gegen. Verdammt, wir kriegen keine Ausdauer dazu. Da muss ich ja wirklich warten. Shit. Das ist ja verdammt ungünstig. Wechseln wir mal auf den Geist. Das ist okay. Dann können wir hier mit der dunklen Flamme killen. Er ist komplett neu. Macht jetzt nicht ganz so viel Schaden. Ist okay. Das knallt schon ordentlich rein. Dunkle und wir sind eingeschlafen. Shit. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Shit. Wollte ich eigentlich nicht, aber den haben wir dann zum Opfern genommen. Jetzt hier einmal die Verbrennung. Wir haben ihn verbrannt, sehr schön. Und einmal die Flamme, perfekt. Und Verbrennung, kein Kampf, der wirklich eines Großmeisters würdig ist. Aber ja, es ist wie es ist. Dann müsste sie uns jetzt endlich zum Großmeister machen. Ist noch nicht vorbei. Jetzt bin ich okay. Verdammt. Wir werden jetzt einmal hier drauf gehen und ja, höchstwahrscheinlich opfern, genau. Dann so, einmal die dunkle Flamme in der Hoffnung, genau, wenigstens ein bisschen Schaden zu machen, bevor wir hier hops gehen. Verfehlt, sehr schön, wieder verfehlt. Drei Angriffe durchgezogen. Okay, das war's jetzt. Der 95 Schaden gemacht, okay.
Jetzt ist halt die Frage, lohnt es sich überhaupt noch hier Tränke zu wasten? Eigentlich ja nicht. Hat er mich jetzt erwischt? Ja, okay, jetzt, das sind 80 LP. Damit gewinnst du aber auch keinen Blumentopf. Jetzt auf der Zielgeraden wird's schon ein wenig knifflig. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Hier haben wir nämlich die dicken Tränke. Geld haben wir sowieso ohne Ende, das ist nicht das Problem. Damit sollte es jetzt auch kein Problem sein, den Kampf zu bestehen. Also ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch in den Kampf wagt, geht vorher nochmal schön shoppen. Dann sollte das eigentlich gar kein Problem sein. So, das ist jetzt hier alles ein bisschen over the top. Aber egal. Bevor wir jetzt in den nächsten Kampf springen. Das nicht. Schauen wir mal, ob wir vielleicht noch einen Kern oder irgendwas in der Art herstellen können. Wir dann noch die eine oder anderen EP dazu bekommen. Nee, zu wenig Donnerscherben. Gut, alles klar. Dann sind wir eigentlich für den nächsten Kampf vorbereitet. Alle guten Dinge sind drei. Das eine Mal war richtig Brain AFK. Dann das zweite Mal haben wir ja im Vorfeld zu viele Tränke gewastet. So dass wir jetzt im zweiten Durchlauf, der schon deutlich besser war, nicht wirklich effektiv waren. Und jetzt der dritte sollte auf jeden Fall Erfolg werden. Hätte man auch ein bisschen entspannter machen können, indem ich beim ersten Mal gleich Tränke gekauft hätte, dann würde es nicht so in die Länge ausufern. Aber es ist, wie es ist. In der nächsten Folge holen wir uns den Großmeister und dann werden wir vielleicht auch den Finalkampf gegen Vardos bestreiten.